So, und jetzt sage ich dir, wie du ein paar Schritte brauchst, um den Disco klar machen, Frau. Schritt Nummer 1. Der wichtigste Schritt ist, du musst erstmal in die Party reinkommen. Dafür nimmst du 5 deutsche Kameraden: Hans, Peter, Günther, Lutz und Helmut. Das ist sozusagen deine Eintrittskarte, weil der Kanakentürsteher lässt keine andere Kanake rein. Schritt Nummer 2. Erstmal checkst du Lage ab, welche Frau ist solo unterwegs. Einige Bitches sind auf Tanzfläche und einige sind da, wo Alkohol ist. Alkohol zieht Frau an wie Licht die Motte. Also suche ich eine Frau auf Tanzfläche, weil ich bin eine begnadete Tänzer. Schritt Nummer 3. Du machst dich auf den Weg zur Tanzfläche, scannst dabei Popo und Brust ab. Gesicht ist dabei unwichtig. Tüte über den Kopf und gib ihn. Schritt Nummer 4. Du wartest, bis das Lied von DMX kommt, Party ab. Dann gehst du auf Tanzfläche und tanzt wie Michael Jackson. Wenn die zu Ende, rammst du Mädchen an und sagst: Entschuldigung, war aber eigentlich geplant. Damit du sie ansprechen kannst, sagst du dann zu ihr: Als Entschädigung gebe ich dir eine Bier aus. Du fragst gerade, warum Bier? Weil Frau mag selten Bier. Dann sagt sie: Ich mag gar kein Bier. Dann sagst du: Ich auch nicht. Guck, haben wir was gemeinsam. Und dann hat sie Schmunzler im Gesicht. Schritt Nummer 5. Du gehst mit Mädchen am Bar, aber davor gehst du alleine auf Toilette, um zu gucken, wie viel Geld du hast. Wenn du siehst, du hast wenig Geld, gib's Ausweg. Du gehst zur Toilettenmann, ist meistens eine schwarze Mensch, lenkst ihn ab, sagst du: Guck mal da hinten, eine dicke deutsche blonde Frau. Wenn er hingeht, gehst du zu seiner Tasse, wo Geld drin ist, ist meistens dreckig, nimmst du die ganze Geld mit und eine Bonbon, weil kann sein, du stinkst aus dem Mund. Schritt Nummer 6. Mit dem Geld, was du geklaut hast von schwarzen Mensch, gehst du zu Mädchen an der Bar und gibst ihr eine Piccolo aus, aber nicht die Piccolo von Dragon Ball. Wenn du sie richtig willst beeindrucken, keine Standardspruch, wie zum Beispiel: Hat weh getan, als du gefallen bist vom Himmel. Ich habe meine Nummer verloren, kann ich deine Nummer haben? Mein Bett ist kaputt, kann ich bei dir im Bett schlafen? Dieser Spruch kann Frau synchron mitsprechen. Du musst so beeindrucken, dass sie sagt: Oh mein Gott. Und jetzt kommt der Spruch: Hey, mein Name ist Fetti, damit du weißt, was du nachher im Bett schreist. Eigentlich sollte ich diesen Spruch patentieren. Aber jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Entweder sie gibt dir eine Ohrfeige, oder sie sagt: Nimm mich mit, mach mit mir, was du willst. Weiter und bei Deutsch. Grüß dich, ich bin Fetti. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir gefallen. Wenn du mehr willst, Tipp von mir, schreib in Kommentare rein. Und wenn gibt es irgendwie ein Thema, wo du sagst: Fetti, ich brauche deine Hilfe, vielleicht mache ich dazu ein Video. Hier ist mein erstes Tipp-Video. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Hau rein, Habibi.